Als nächster Herr Abgeordneter Rupert Doppler. Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, Aktuelle Stunde, Arbeit für Österreich, Beschäftigung und Ausbildung. Es muss ich schon die Regierungsparteien fragen, Koalition ÖVP und SPÖ, warum habt ihr das nicht umgesetzt noch? Und zum Zweiten muss ich sagen, die Politik hat noch nie Arbeitsplätze geschaffen, nur die Rahmenbedingungen dazu. Und ich glaube, die sind hier von dieser Koalition auch nicht ausreichend geschaffen worden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Beschäftigung ist wichtig für die Menschen. Das Programm für ältere Menschen über 50 Jahre, auch ein richtiger Ansatz. Herr Kollege Muchic, du hast mich das letzte Mal falsch verstanden. Ich habe gesagt, dieser Anreiz ist wichtig und ich habe dazu einen Begleitsatz gesagt, wollen wir hoffen, dass auch funktioniert, dass es dementsprechend fruchtet. Auch wichtig, die Jugendarbeitslosigkeit ist viel zu hoch in Europa, aber auch in Österreich. Jeder Arbeitslose ist einer zu viel, das steht außer Frage. Und eines, es heißt immer wieder seit dem EU-Beitritt, ich glaube auch Kollege Muchic, wenn ich mich nicht irre, du hast es angesprochen, seit dem EU-Beitritt haben wir so viele Arbeitsplätze geschaffen. Ich frage mal, wie viele Arbeitsplätze sind seither vernichtet worden? Viele kleine Kreisel in den Gemeinden und kleinere Firmen sind verschwunden, wegrationalisiert worden. Ich glaube, das sollte man auch einmal bedenken. Bildung und Ausbildung ist eine unbedingte Notwendigkeit und hier muss alles unternommen werden, auch in Zukunft, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Es muss auch in Zukunft für Betriebe und Firmen Anreize geben, dass sich die Firmen mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder leisten können. Und Herr Kollege Wöginger, du hast es ja angesprochen, die Lohnnebensenkungen, Lohnnebenkostensenkungen, richtig, ein richtiger Ansatz, aber nur ein kleiner Schritt. Da hier müssen noch viele Aktionen folgen, damit hier dieser Wirtschaftsmotor nicht abstirbt in Österreich. Denn ich glaube, Ausbildung und Bildung sind Arbeitsplätze von morgen. Herzlichen Dank.